Schöne, heile Familienwelt. Doch oft sind Eltern und ihre Kinder auf sich alleine gestellt, haben von der Politik ihres Landes kaum etwas zu erwarten. Am besten geht es den Familien in den skandinavischen Staaten. Von 31 untersuchten Ländern sind Schweden, Norwegen und Island am familienfreundlichsten. Deutschland ist auf dem 6. Platz. Schlusslichter sind Zypern, Griechenland und die Schweiz. Verglichen wurde etwa die Dauer bezahlter Elternzeit nach der Geburt eines Kindes. Am schlechtesten schneiden hier die USA ab, mit 0 Wochen. Dagegen steht Deutschland im internationalen Vergleich gut da, auch dank des Elterngelds. Aber UNICEF fordert auch bezahlte Elternzeit, mindestens 6 Monate. Dies würde den Kindern erlauben, dass sie mit ihren Eltern zu Hause sein können, wenn sie noch sehr klein sind, und eine echte Beziehung zu ihren Eltern aufzubauen. Ihre Mütter könnten sich von der Geburt erholen und Väter könnten ihre Kinder kennenlernen. Bei der Kinderbetreuung für unter 3-Jährige dagegen hat Deutschland Nachholbedarf, denn hier gibt es nach wie vor zu wenig Plätze. Nur etwa jedes dritte Kind unter 3 Jahren ist in einer Kinderbetreuung. Das ist ziemlich wenig. In Dänemark zum Beispiel sind es 70%. In den reichsten Ländern der Welt gibt es für Familien noch viel zu tun. Auch in Deutschland könnte die Familienpolitik noch an Fahrt aufnehmen.